der Überwinterung kannst du auch mit dem weißen Pflock haben, der dich dann in der dunklen Jahreszeit vor Dracula beschützt. Aber diese Liebe solltest du auch zu deinem Boden haben und der gehört natürlich auch im Winter umsorgt und gepflegt. Denk doch an deine Kinder. Normalerweise steckt man die ja im Frühjahr, aber ich dachte mir so, warum denn jetzt eigentlich nicht die im Herbst reinsetzen? Du denkst, zum Erntedankfest ist Schluss mit dem Gemüseanbau, Schluss mit Aussaaten und Neuauspflanzungen? Ja, wenn du wirklich gar keine Lust hast oder du einen fetten Kater von der Wiesen hast oder einen Herzinfarkt wegen den Preisen dort. Aber es sind jetzt noch im Oktober dennoch Aussaaten und auch Auspflanzungen möglich, damit du auch im Winter gut ernten kannst. Denn wer freut sich nicht, sein eigenes gesundes Obst und Gemüse, etwas Grünes und Frisches auch mal zu Weihnachten ernten zu können im Winter. Außer es hat minus 25 Grad, alles ist zusammengefroren, ist ein bisschen dumm zu ernten oder eine fette Schneedecke liegt rum. Aber selbst dann könntest du noch was ernten, wie zum Beispiel Microgreens und Kresse geht immer, auch auf der Fensterbank. Ist besonders anfängerfreundlich auch die Kresse. Oder du setzt auf Sprossen und dafür brauchst du halt einfach nur Sprossengläser und wenn dir dafür das Geld zu schade ist, dann improvisierst du dir halt einfach irgendwas zusammen. Muss einfach nur das Aufbauverfahren und die Funktion von den Sprossengläsern einfach mal bewusst werden. Brauchst du halt irgendein Behältnis, wo du regelmäßig spülen kannst, wo dann die Sprossen dann auch ein bisschen durchlüftet werden können. Wenn du sie auch so schräg hinstellen kannst, dann ist das alles gar kein Problem. Dann kannst du auch einiges an Geld sparen. Etwas den erfinderischen Geist in einem wecken. Und wenn du das mit einer Masse Bier hinbekommst, vielleicht schaffst du es ja mit einer Masse ohne Bier. Ist vielleicht nicht ganz so gut für die Sprossen. Oder du kaufst einfach Sprossengläser, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinke. Irgendwie muss ich auch mein Geld verdienen. Diese YouTuber. Ja, auf jeden Fall werde ich dir unten Sprossensamen verlinken, die du dann nutzen kannst, um bei dir im Haus frisches Grün anzuziehen. Sofern du natürlich deine Heizrechnung bezahlen kannst. Falls du wie ich auch in der privilegierten Situation bist und du hast einen eigenen Garten, dann kannst du noch folgende Aussaaten im Freiland und auch im Gewächshaus tätigen. Bestimmte robuste Feldsalatsorten kannst du jetzt auch noch ohne Probleme ein bisschen in die Beete mit verteilen. Natürlich werden die vielleicht je nach Witterung jetzt nicht schon vor dem Winter erntbar sein, aber dann wachsen sie halt langsam an und können dann im zeitigen Frühjahr, vielleicht auch schon im Februar, dann langsam beerntet werden. Ist eine feine Sache. Kommt halt darauf an, in welcher Klimazone du zum Beispiel lebst. Im Gewächshaus werde ich das auch probieren. Da sind dann die Temperaturen ein bisschen wärmer. Kann dann auch sein, dass ich dann dort schon etwas früher ernten kann. Zumal solche Kulturen wie der Feldsalat ein wunderbarer Bodendecker ist. Ein Lebendmulch, der das Bodenleben wie zum Beispiel die Pilze auch im Winter mit versorgt. Denk an deinen Boden. Schütze ihn vor Väterchen Frost, der einen offenen Boden kaputt machen kann. Schädigen kann. Das darf nicht sein, dieser Drecksack. Großer Vorteil vom Lebendmulch im Vergleich zu dem herkömmlichen organischen Material, also dem Mulchen, ist, dass deine Pilze und die Bakterien halt eine Zuckerspritze bekommen und so auch den Winter überleben. Weitere Dealer, die du kultivieren kannst, sind winterharter Spinat oder auch Postelein. Mit dem Trio wirst du dann im Winter, zeitigen Frühjahr, dann eine gute Ernte einfangen können. Frisches, leckeres Grün aus deinem eigenen Garten in der kalten Jahreszeit. Ja, ich für meinen Teil würde komplett auf den Feldsalat setzen, weil ich den halt vom Geschmack her am liebsten mag, nussig, knackig. Hab ihn sowohl im Freiland ein bisschen breitwürfig rausgehauen, rausgeschleudert, genauso wie im Folientunnel. Da nutzen ja auch so zwischendrin zwischen den Salaten und den Grünkohl, die ich da rausgesetzt habe, zur Bodendecke, Zwischenkultur. Und im Folientunnel werde ich dann wahrscheinlich auch eh erwarten, dass der da viel früher erntereif wird. Hauptkultur von mir, Postelein, darf von mir überall rauskommen. Der samt sich aus und kommt dann mal teils raus, wo er möchte. Spinat, ja, wie gesagt, Feldsalat ist die Nummer 1. Man sollte schon ehrlich sagen, so ein Partyzelt ist nicht nur auf Malle geil, sondern auch bei dir im Garten, im Folientunnel, kannst du die Saison wirklich ziemlich lange verlängern und hast auch eine super gute Möglichkeit, dass du halt auch im Winter gut ernten kannst. Kleiner Ausschweif, da habe ich jetzt zum Beispiel Endiviensalate und auch Grünkohl als Nachkulturen drin. Da werde ich mich auf eine geile Ernte im Winter freuen können. Falls du Kresse liebst, wirst du auch Asiasalate lieben. Ist bei mir jetzt eher weniger der Fall aufgrund der Schärfe. Aber es gibt da auch wieder winterhart und robustere Sorte, wie zum Beispiel die Minzuna oder den Pok Choi. Schnellwüchsige und kältebeständige Sorten, die du wunderbar jetzt auch in einem Frühbeet, wo du da dann nochmal einen Schutz drauf machen kannst, oder auch ins Gewächshaus
aussehen kannst. Vielleicht hast du auch vorgezogene Pflanzen, das wäre wunderbar. Da kannst du es auch noch problemlos reinsetzen. Hast du dann schon vorher die Pflanze dann einen guten Vorsprung. Und das ist ja auch sehr wichtig. Im Allgemeinen, du kannst schon viele Kulturen, die noch vorgezogen sind. Jetzt, ich habe Treibhaus Wintersalate, einen Grünkohl oder Rosenkohl und sibirischen Blattkohl. Die setze ich dann bei mir in den Folientunnel rein, weil halt durch den Tunnel verlängert sich ja meine Ernte. Und die können dann in einem Tunnel freudig weiter wachsen, bis sie eine bestimmte Größe erreicht haben, denn erst dann sind halt ziemlich gut winterhart und beständig. Und das ist halt auch, was du natürlich im Hinterkopf haben solltest, dass halt die Pflanzen eine Größe benötigen, um halt solide winterhart zu sein. Du kannst natürlich ein bisschen rumexperimentieren, habe ich auch gemacht, und einfach die Asiasalate bei dir ins Freiland aussamen lassen, auswerfen und schauen, was denn eigentlich da rauskommt und was passiert. Einfach um die Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht überwintern ja einige, bekommen noch einen guten Wachstumsschub. Es kann ja sein, dass noch ein super goldener Oktober und November rauskommt. Wer weiß. Und diese gleiche Hoffnung der Überwinterung kannst du auch mit dem weißen Pflock haben, der dich dann in der dunklen Jahreszeit vor Dracula beschützt. Und zwar die Pastinake, nicht zu verwechseln mit der Petersilienwurzel. Den Sprachfehler lasse ich drin. Okay. Natürlich, wenn du so einen schönen großen Pflock haben möchtest, hättest du ihn viel früher aussehen müssen. Aber es besteht ja eine Möglichkeit, dass du den jetzt noch aussamen kannst und das halt schon langsam anwächst. Dann im Frühjahr vielleicht dann noch, bevor er in die Blüte geht, dann noch schöne Pflanzen dann zum Ernten hast. Schöne Wurzeln, werden vielleicht nicht groß sein, aber zum Snacken nebenbei oder für die Kids. Warum nicht? Die sehr beliebten Küchenkräuter wie Petersilie und Schnittlauch kannst du jetzt auch noch ausprobieren auszusehen. Da auch wieder, wenn du schon fertige Pflanzen hast, ist natürlich besser. Die haben sind winterhart. Kannst du dann bei dir auch ins Gewächshaus oder draußen ins Freiland einfach raussetzen und dann über den Winter zeitweise immer was ernten. Kannst dir vielleicht mal Pflanzen aus dem Supermarkt oder von deiner Gärtnerei deines Vertrauens holen oder auch einfach probieren, selbst nochmal auszusehen. Im Gewächshaus sind die Erfolgschancen besser, dass das funktioniert. Über Winter kannst du dann die ganze Zeit was abernten, bis sie dann im Frühjahr in die Blüte gehen. Besonders Südländer lieben diese Art der Kräuter. Könnte noch ein bisschen mediterraner sein, aber diese Liebe solltest du auch zu deinem Boden haben und der gehört natürlich auch im Winter umsorgt und gepflegt. Denk doch an deine Kinder, die einfach so, ohne irgendwas zu erwarten, für dich einen wunderbaren Boden aufbauen. Die kannst du doch nicht einfach alleine lassen. Denk an deine Regenwürmer, an den Asseln, an die Mikroben im Boden, an deine Pilze. Die müssen auch mit irgendwas versorgt werden. Das kannst du machen, wenn du die Fruchtbarkeit von deinem Boden erhöhst, mit zum Beispiel Gründünger, beispielsweise Phacelia oder auch Senf. Natürlich, die werden jetzt nicht bis zur Blüte rankommen, kannst halt auch nichts für deine süßen, super arbeitstüchtigen Kinder, wie zum Beispiel die Bienen, was machen, auch wenn sie wahrscheinlich in der Jahreszeit eher weniger rumfliegen. Die werden eine ordentliche Blattmasse bilden, können auch den Boden gut durchwurzeln und wenn sie dann abfrieren, haben dann das Bodenleben auch gut, schönes organisches Material, was sie umsetzen können. Als Fruchtfolge, warum nicht? Zum Aussamen gibt es jetzt nicht mehr ganz so viel, aber einen Vampir- und Menschenschutz, den können wir in den Boden reinstecken. Zwar Winterknoblauch, den kannst du im Oktober reinstecken, genauso wie Zwiebeln. Wichtig beim Knoblauch, dass es eine Wintersorte ist, damit er auch über den Winter durchkommen kann. Also da darauf achten, Winterknoblauch, wenn du den jetzt schon im Oktober reinstecken möchtest und keinen Frühjahrsknoblauch nutzen. Für mich eins der, wenn du Knoblauch stecken willst, einfach im Oktober rein, dann kriegst du schöne große Knollen. Bei mir kommt dann die Mischkultur mit den Erdbeeren rein. Die Kombination einfach deshalb, weil der Knoblauch mit seinen ätherischen Ölen, zum Beispiel das Allicin, was halt für den Gestank verantwortlich ist, gegen den Mehltau bei den Erdbeeren zum Beispiel vorgehen kann. So wunderbar, gar keine Probleme, mache ich jedes Jahr, schöne Knollen kommen dabei raus. Im Tunnel werde ich dann auch noch ein paar verteilen. Die Steckzwiebeln wollte ich auch dieses Jahr unbedingt bei mir in den Folientunnel reinsetzen. Normalerweise steckt man die ja im Frühjahr, aber ich dachte mir so, warum denn jetzt eigentlich nicht die im Herbst reinsetzen, in den Folientunnel, wenn alles abgeerntet ist, weil da ist ja sowieso ein bisschen wärmer und dann könnte ich über den Winter hinweg Frühlingszwiebeln ernten. Aber mein Problem dabei ist, ich habe mir keinen Vorrat geholt und auf dem Markt gibt es keine Steckzwiebeln gerade zu kaufen. Das ist blöd. Jetzt kann ich mich da nicht so ausleben. Wir als Community müssen da jetzt einen Markt schaffen. Einen Markt für Verrückte wie mich. Wir sind in einer Minderheit. Das darf so nicht sein. Wir müssen aufstehen und für unser Recht kämpfen, auch im Herbst Steckzwiebeln stecken zu können. Auch wenn es nicht gewöhnlich ist. Wahlweise kannst du halt auf die Steckzwiebeln verzichten und halt dann an die Bienen denken.
und halt Blütenzwiebeln reinstecken. Da ist es so, die gibt es genug in den Regalen, damit du halt im Frühjahr dann schöne Blüten dann rauskommen siehst und du dir denkst so, ja, einen schönen Wecker, den ich mir da reingesetzt habe. Endlich ist Frühling, endlich ist diese dumme, kalte Zeit vorbei und bald beginnt dann die Gartensaison 2025. Endlich kann ich wieder mein frisches Grün anbauen, mich fast selbst versorgen im Hochsommer mit leckeren Obst und Gemüse, den Müll im Supermarkt. Bah. Tomaten können die nicht richtig anbauen oder gelbe Gurken im Verkauf, welke Gurken. Wer mag denn sowas essen? Und die Leute kaufen das ja auch noch. Hab schon erst kürzlich wieder Leute gesehen. Hellgrünen, fast gelben Gurke einfach ranlangen, ohne zu gucken und einfach einen Einkaufswagen, ey. Und die Leute zahlen dafür genauso viel wie eine schön knackige, frühreife Gurke, die wenigstens Geschmack hat. Ist das nicht eigentlich Beschiss? Wir gehen jetzt noch ein bisschen tiefer in Sachen Verrücktheit. Und zwar, wenn du Pflanzkartoffeln übrig hast, die vielleicht ein bisschen größer sind, dann kannst du es wie die Iren machen. Und die jetzt schon im Herbst einfach in deine Beete reinstecken. Wenn sie tief genug eingegraben sind und die Mulchschicht ordentlich ist, dann werden die da überwintern und können dann schon rechtzeitig einen kleineren Vorsprung bekommen. Außer natürlich die Braunfäule macht ja aufgrund des Wetters eine Strich durch die Rechnung und ist eigentlich wurscht, wenn du die Kartoffeln hast gesetzt, denn die sind jetzt alle kaputt. Aber egal, die Methode habe ich auch probiert, funktioniert wunderbar. Kartoffeln haben einen kleinen Vorsprung und können dann auch hier wunderbare Knollen ausbilden. Also kann man mal ausprobieren. Große Pflanzkartoffeln sollte man dann nehmen, damit die da auch genug Kraft haben, über den Winter durchzukommen, gut versorgt sind. Und dann kannst du dich drauf freuen. Früher ernten. Die Pflanzen sind auch ein bisschen kräftiger. Was macht denn ein guter Freund aus? Sie sind immer da für dich, stärken dir den Rücken, egal in welcher Situation. Mit denen kannst du über alles reden und mit denen hast du eine schöne Zeit. Genau, Bäume und Sträucher. Die kannst du auch im Oktober setzen. Solltest du auch wirklich machen. So schöne Obstbäume reinsetzen. Oktober bis März, die perfekte Pflanzzeit. Die perfekte Pflanzzeit eigentlich von November bis März und nach den beiden Monaten. Bei den anderen sollte es natürlich frostfrei sein. Aber im Oktober, wenn du Kübelpflanzen hast, also die in einem Container wachsen, wie zum Beispiel bei mir, die werden jetzt bald in den Schrebergarten kommen, kannst du jetzt ohne Probleme einfach da raussetzen. Kannst du die im Allgemeinen ja das ganze Jahr setzen, genauso wie wenn du Stecklinge hast, die bewurzelt sind oder Pflanzen, die einfach in einem Topf wachsen, wie zum Beispiel Schwarzjohannisbeeren, Josterbeeren, Gojibeeren, Aroniabeeren oder auch Brombeeren. So, wobei du bei den Brombeeren dann auch achten solltest, dass du Kulturbrombeeren nutzen solltest und nicht die wilde Form. Wenn du die wilde Form nutzt, Respekt für den Mut. Und Goji und Aroniabeere, nun ja, das war ein Witz, die will ich jetzt nicht unbedingt anbauen. Außer du stehst halt auf den Geschmack, was ich nicht glaube, oder halt, du machst halt irgendwas draus. Also so marketingmäßig. Also ich reiß jetzt meine Sachen jetzt nicht unbedingt mehr raus. Die wachsen, geben halt gut Ertrag. Ich kann sie zwar nicht essen, aber ich denke mir so, dann verkaufst du den Leuten halt über irgendwas und dann kaufen sie schon das Zeug. Ich sag's halt, du misst halt irgendwie in den Joghurt rein, süß das Ganze, dann schmeckt man in den abscheulichen Geschmack nicht so und sagst, wie gesund das Ganze ist. Das ist alles Marketing, ist Verkauf. Die wurzelnackten Bäume von der Baumschule, die halt erst auf November setzen, weil, ja, da ist keine Erde dran. Laub haben sie ja auch nicht, was sie dann zu versorgen haben, ist nur eine andere Sache. Aber im Container dann auch gut möglich und dann kannst du dir auch deine Traumvorstellungen wieder aufbauen. Bäume, die du einfach umarmen kannst. Aber bitte so, für dich. Es ist ein intimer Moment zwischen dir und Baum, da wo du deine ganzen Gefühle austauschen kannst. Du kannst ihn spüren, wie warm er ist, wie kräftig und stabil. Das musst du auch nicht so penetrant in der Öffentlichkeit machen, dass sich alle komisch anschauen. Und dann filmst du das Ganze noch für Social Media und sagst, wie stolz du bist, einen Baum zu umarmen. Es ist ein intimer Moment. Du tust ja auch nicht dein intimes Leben mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin live streamen. Außer du verdienst vielleicht dein Geld damit. Aber das Fass ohne Boden möchte ich jetzt nicht auf. Möchte ich auch gar nicht wissen. Ach ja, wenn wir schon vom Geschäft reden. Ich habe noch bei mir in der Permakultur schwarze Johannisbeersorten. Das ist eine frühe Sorte. Erdbeerableger. Winterharte Trauben. Die fette Henne. Eine schöne Blühpflanze, die man jetzt auch im Oktober, also September, Oktober blüht für die Bienen. Sehr schöne Blüten. Rosmarin und viele weitere Pflanzen. Wenn du Interesse hast,
Kannst mir ja gerne eine E-Mail schreiben, dann schicke ich dir vielleicht eine ausführliche Liste. Soweit ich gehört habe, gibt es immer solche Aktionen vom Staat, die dann Obstbäume fördert, die du zum Beispiel auf Wildblumenwiesen setzen kannst, also fürs Allgemeingut. Ist eine nette Sache. Vielleicht hast du da dann die Möglichkeit, kostenlos an schöne Bäume ranzukommen. Warum nicht? Das sind doch mal gut investierte Steuergelder. Und an dem Punkt mache ich jetzt auch hier genau Schluss, weil Steuerverschwendungen und Politik, das ist ein hochexplosives Fass ohne Boden und das möchte ich überhaupt nicht anfassen. Das wird dann richtig wild. Wobei ich auch sagen muss, dass Polarisierung auf Social Media, wie zum Beispiel auf YouTube, ziemlich gut funktioniert. Wenn du es richtig machst, gibt gut Klicks und das auch wieder gut Geld. Und das in einem neoliberalistischen, kapitalistischen System? Aber dafür habe ich mich ja nicht entschieden. Ich trage ja ein T-Shirt, wo Samenschleuder draufsteht. Ist ja mit Absicht so zweideutig. Denn ich weiß, wie die meisten von euch ticken. Immer nur das eine. Genau. Wann bringe ich den wertvollen Samen in den Boden? Natürlich Garten. Wir denken an das andere. Was hast denn du jetzt erwartet? Was konntest du jetzt eigentlich auspflanzen? Hast du nur noch was gemacht? Oder denkst du dir, ich gehe jetzt in meinen wohlverdienten Urlaub. Das Gartenjahr war schon schlimm genug. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Ich habe Schluss jetzt. Schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare. Hier findest du noch weitere spannende Videos zu meinem Kanal. Ein paar Tipps und Tricks, die du auch im Winter jetzt noch anwenden kannst. Allgemein Permakultur oder Aussaaten und den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und ich hoffe, du kannst irgendwie bei dir frisches Grün im Garten anbauen. Ich gönn's dir.